Ik begrüße euch alle, ladies and gentlemen. Welkom op onze traditionele Weihnachtsmarkt hier op de Alte Markt und Heumarkt hier am Schlittschuhlaufbahn. We hebben een Eisstockschießbahn, wo man sich Eisstock schieben kann, aber man muss sich vorher ankündigen beim Schokolademuseum, weil das ist ganz voll, das ist ganz beliebt hier, die Eisstockschießbahn. Und natürlich auf der Eisbahn können Sie auch Schlittschuh laufen, wo wir jeden Tag verschiedene Programme haben, von Kinderanimation bis zum Kunstlauf. Montag haben wir Kindermittag, Montagabend haben wir die Kölner Kinder, die tanzen für euch. Dienstag und Donnerstag haben wir die Jasmina und die kommen hier Show machen. Ihr seid herzlich eingeladen, um mal zu kommen, von unserem Weihnachtsmarkt zu genießen, von Gilbert zu genießen, von dir zu genießen und natürlich von Glühwein, Wurst und Vorweihnachtszeit-Atmosphäre. Die sind ja bekannt in Holland. Ja, ich bin bekannt in Holland. Ich bin bekannt in Holland. Ich bin der schönste, beste und attraktivste Clown, die es in Holland gibt, auf der Kirmes. Und wie heißt der? Clown da Sales. Manuelo Conchito de Lustre da Sales. Se mucho te bajo, se perro gana poco. Wann ist eigentlich die Eisbahn geöffnet? Ah, ab morgens 11 bis abends 10 Uhr haben wir geöffnet. Und wie gesagt, Sie sind herzlich eingeladen, um bei uns Schlittschuh zu laufen. Auf dem Weihnachtsmarkt wird ja noch viel mehr geboten. Hier gibt es historische Geschäfte, also Fahrgeschäfte und so weiter. Ja, natürlich. Da gibt es unser Riesenrad von 1902. Das ist von der Herrn Feldmann, Familie Feldmann. Und natürlich haben wir auch von unserer Jakob Schleifer, der wunderschöne Karussell von 1878. Guten Tag, liebe Schausteller und Freiparkfreunde. Ich bin der Jack, der Eispolizist, zutätig hier auf der Eisbahn. Ich bin hier zutätig für das Reile und Seile auf die Bahn. Das ist Kontrolle, dass sie nicht Geister fahren, dass sie nicht so schnell fahren. Dann kriegen sie ein Knöllchen natürlich und die Eisfläche ist nicht so klein. Es ist 1800 Quadratmeter Eisfläche hier, um die Statue unter einer Brücke mit einem Dreiwind, wie Sie sehen. Und wieder zurück zum Stapelhaus, wieder zum Start und um die Kurve und einmal wieder im Kreisverkehr. Alles geht ganz schnell, aber auch schön. Ich begrüße euch alle natürlich als gute Gendarm hier auf unserem Weihnachtsmarkt, also der Heumarkt und natürlich der Alte Markt hier in Köln. Ich hoffe, wir sehen uns oder als Sie mir sehen, kommen Sie einfach und dann kann ich eine Vorführung hier durch unseren Weihnachtsmarkt führen. Und was hier noch viel angeboten sind bei uns, wir haben keine Plastiksachen aus China oder so etwas. Bei uns existiert das nicht. Wir haben Handwerkermarkt, wir haben Goldschmiede auf unserem Weihnachtsmarkt und natürlich auf die wunderschönen Häuser, die Pfannkuchen, Flammkuchen und viel, vieles mehr. Und das ist, weil wir stehen auf historisch. Und das ist einmalig bei uns auf unserem Weihnachtsmarkt. Goeiedag, Freunde in den Niederlanden. Ja, zoals gezegd, ich bin in Köln. De meesten zullen het wel weten. Ich nodig jullie hartelijk uit, um gezellig een dagje nach Köln te komen. Om te genieten op de ijsbaan, een glühweintje te drinken, een worstje te eten. En misschien nog wel een wagen om op het ijs te schaatsen. Want ja, we hebben wel ijsbanen bij ons, maar zo groot als deze heb ik in Nederland nog niet gezien. Gilbert, kannst du uns vielleicht irgendwie ein paar vielleicht lustige Geschichten erzählen über den Weihnachtsmarkt? Ja, Beispiel heute, was passiert ist, eine ältere Dame von 70 Jahren alt hat einen langen Mantel und hat geschafft, etwas zu klauen. Eine komplette Schinken hat sie geklaut und sie ist so schnell gelaufen, wir haben sie nicht überholt. Das ist eine von den kleinen Anekdoten, wie heute passiert ist, aber auf unserem Weihnachtsmarkt gibt es so viele Anekdoten und wie gesagt, Jack und ich, wir passen auf, noch mit ein paar anderen Leuten, dass alles gut läuft, dass die Leute ziemlich in Sicherheit sind. Und Beispiel als eine Dame oder jemand mit der Tasche oder Portemonnaie offen ist, wir fragen, bitte schön schließen die oder verstecken sie die besser, dass die nicht geklaut werden. Und das ist sehr, sehr wichtig bei uns. Gibt es auch eine Internetseite? Ja. www.weihnachtsmarkt die Heinzel in Köln. Ici, c'est le marché de Noël dans la vieille ville de Cologne, un des plus beaux marchés traditionnels dans toute l'Europe. Also, wie ihr seht, Köln ist eine internationale Stadt, internationale Leute, niederländisch, französisch, deutsch, hier ist alles vertreten und es ist wirklich sehr interessant hier. Ja,
wir haben den interessantesten Weihnachtsmarkt überhaupt, glaube ich. Und ich liebe unseren Weihnachtsmarkt. Bis in Köln! Bis in Köln!